Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Häkelanleitung. Heute machen wir zusammen einen Wichtel und verwenden dazu einen Tannenzapfen. Also wie ihr wisst, findet man Tannenzapfen bei Spaziergängen im Wald. Wer aber diese Gelegenheit nicht hat, kann die Tannenzapfen im Chinesenladen für wenig Geld kaufen. Ich selber habe sie dort gekauft. Es gibt da Konfektionen mit 14, 15 Tannenzapfen und das Paket kostet ungefähr 2,50 Euro, 2,80 Euro. Das Projekt ist ganz einfach und schnell gemacht. Wir machen zuerst den Hut, dann die Nase. Für den Bart könnt ihr oder Füllwatte oder eine ganz normale Watte verwenden. Und dann wird alles mit einem Alleskleber oder einer Heißklebepistole befestigt. Am Ende können wir den Hut dann mit diesen weißen Punkten dekorieren, ist aber kein Muss. Dann machen wir noch die Kordel, damit wir unseren Wichtel auf unseren Christbaum hängen können oder ihn für viele andere Dekorationen verwenden können. Jetzt schauen wir, was wir dazu brauchen und dann können wir mit der Anleitung starten. Natürlich brauchen wir unsere Wolle. Meine Wolle ist eine 100% Acrylwolle, rot für den Hut und ganz wenig beige für die Nase. Natürlich brauchen wir unseren Tannenzapfen, eine Häkelnadel, in meinem Fall ist es die Häkelnadel der Stärke Nummer 3, eine Schere, eine Wollnadel, ein Stück andersfarbigen Faden, den wir als Maschenmarkierer verwenden und dann Füllwatte, weil wir zuerst den Hut füllen und eventuell die Füllwatte für den Bart verwenden. Solltet ihr etwas anderes dazu verwenden, wie gesagt, könnt ihr normale Watte nehmen. Und dann brauchen wir einen Alleskleber oder eine Heißklebepistole, damit wir am Ende alles befestigen können. Also wie gesagt, wir beginnen mit dem Hut. Dazu holen wir uns unsere rote Farbe zur Hand. Machen zuerst einen magischen Ring, den wir mit einer Luftmasche befestigen. Und jetzt werden wir im Inneren unseres Ringes 6 feste Maschen machen. Also wir gehen in den Ring, holen den Faden, ziehen ihn durch, haben 2 Schlingen auf der Nadel, holen den Faden und maschen beide Schlingen gleichzeitig ab. Und so haben wir unsere erste feste Masche gemacht. Wir machen dann die zweite, die dritte, die vierte, fünfte und sechste. Dann ziehen wir hier am Anfangsfaden fest, dass sich unser Kreis schließt. Diesen Faden werden wir dann mit der Nähnadel hier durch den Maschen durchziehen und abschneiden. Jetzt holen wir uns unseren Maschenmarkierer zur Hand. Dieser Markierer wird uns immer anzeigen, wenn wir eine neue Runde beginnen. Und in dieser zweiten Runde verarbeiten wir die Maschen, wie sie sich präsentieren. Wir machen eine Masche auf jede Masche der Vorrunde. Also wir stechen hier gleich in die erste Masche ein und machen eine feste Masche. In die nächste Masche. Eine feste Masche. Wir haben eine Anzahl von 6 Maschen, also machen wir jetzt diese zweite Runde mit unseren 6 Maschen. Dann drücken wir uns die Arbeit leicht nach außen. Und jetzt versetzen wir uns unseren Maschenmarkierer, beginnen Runde Nummer 3. In dieser Runde machen wir immer eine einzelne Masche und in die Masche danach eine Zunahme, dann wieder eine einzelne und eine Zunahme und das die ganze Runde. Zunahme bedeutet, dass wir 2 Maschen in die gleiche Masche arbeiten. Also steche ich gleich hier in die erste Masche ein und mache eine einzelne feste Masche, in die Masche danach eine Zunahme, 2 Maschen in dieselbe Masche.
in die Masche danach wieder eine einzelne feste Masche. Und in die nächste Masche kommt dann wieder die Zunahme. Eine Masche, eine Zunahme, die ganze Runde. Am Ende werden wir dann eine Anzahl von 9 festen Maschen haben. Am Ende angekommen, versetzen wir uns den Maschenmarkierer, beginnen Runde Nummer 4. In dieser Runde werden wir die Maschen verarbeiten, wie sie sich präsentieren. Also machen wir eine feste Masche auf jede Masche der Vorrunde. Wir haben eine Anzahl von 9 Maschen. Das machen wir jetzt bis zum Rundenende und dann sehen wir uns wieder. Eine Masche auf jede Masche. Und dann versetzen wir wieder unseren Maschenmarkierer, beginnen Runde Nummer 5. In dieser Runde machen wir immer 2 einzelne feste Maschen und dann in der dritten die Zunahme und das die ganze Runde. Also wir stechen in die nächste freie Masche ein, machen eine feste Masche, in die Masche danach eine feste Masche, also haben wir hier 2 einzelne feste Maschen gemacht und dann in der dritten die Zunahme. 2 Maschen in die gleiche Masche. Dann kommen wieder 2 einzelne feste Maschen, 1 und 2 und dann in der dritten die Zunahme. Also 2 Maschen und eine Zunahme, die ganze Runde. Am Ende haben wir dann insgesamt 12 Maschen. Wenn dann auch diese Runde gemacht ist, versetzen wir wieder unseren Maschenmarkierer. Und jetzt arbeiten wir wieder die Maschen, wie sie sich präsentieren. Eine Masche auf jede Masche der Vorrunde. Die Maschen sind 12 an der Zahl. Also arbeiten wir uns unsere 12 Maschen und dann sehen wir uns am Ende der Runde wieder. Wir beginnen jetzt Runde Nummer 7 und das ist wieder eine Runde mit Zunahmen. Wie ihr gesehen habt, machen wir immer eine Runde mit Zunahmen und eine Runde ohne Zunahmen. Dann wieder eine Runde mit Zunahmen und eine Runde ohne Zunahmen. In dieser siebten Runde machen wir immer 3 einzelne feste Maschen und in der vierten dann die Zunahme und das die ganze Runde. Also wir machen zuerst 3 feste Maschen, 1, 2, 3 und in die vierte dann die Zunahme. 2 Maschen in dieselbe Masche. Also 3 Maschen, eine Zunahme. Bis zum Ende, wo wir dann insgesamt 15 Maschen haben. Und jetzt machen wir Runde Nummer 8. In dieser Runde verarbeiten wir die Maschen, wie sie sich präsentieren. Wir machen eine Masche auf jede Masche der Vorrunde. 15 Maschen an der Zahl. Das machen wir jetzt und dann sehen wir uns wieder. Starten wir jetzt mit Runde Nummer 9. In dieser Runde machen wir immer 4 einzelne feste Maschen und dann in die fünfte Masche kommt die Zunahme und das die ganze Runde. Also zuerst machen wir 4 Maschen. 1, 2, 3, 4 und in die fünfte kommt dann die Zunahme. 2 Maschen. In dieselbe Masche. Also 4 Maschen und eine Zunahme, die ganze Runde. Am Ende haben wir dann eine Anzahl von 18 Maschen. Und in Runde Nummer 10 verarbeiten wir uns die Maschen wieder, wie sie sich präsentieren. Wir machen eine feste Masche auf jede Masche der Vorrunde. Die Maschen sind 18 an der Zahl. Das machen wir jetzt. Und dann sehen wir uns wieder. Wir beginnen jetzt Runde Nummer 11. In dieser Runde machen wir immer 5 einzelne feste Maschen und dann in die sechste Masche die Zunahme und das die ganze Runde. Also machen wir zuerst unsere 5 Maschen. 1, 2, 3, 4,
Und 5 und in die 6. Masche kommt dann die Zunahme. Also 5 Maschen und eine Zunahme, die ganze Runde. Am Ende haben wir dann insgesamt 21 Maschen. In Runde Nummer 12 verarbeiten wir die Maschen, wie sie sich präsentieren. Eine Masche auf jede Masche der Vorrunde. Wir haben eine Anzahl von 21 Maschen. Das machen wir jetzt bis zum Rundenende. Und jetzt werden wir Runde Nummer 13 machen. In dieser Runde machen wir immer 6 einzelne feste Maschen und dann in die 7. die Zunahme. Und das wiederholen wir die ganze Runde. Also wir machen zuerst 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und dann in der 7. die Zunahme. 6 Maschen und eine Zunahme, die ganze Runde. Am Ende haben wir dann 24 Maschen. Und in Runde 14 verarbeiten wir dann wieder die Maschen, wie sie sich präsentieren. Eine Masche auf jede Masche bis zum Rundenende. Jetzt folgt Runde Nummer 15. In dieser Runde machen wir immer 7 feste Maschen und in der 8. Masche dann die Zunahme. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und in der 8. die Zunahme. 7 Maschen und eine Zunahme, das wiederholen wir bis am Ende und haben dann insgesamt 27 Maschen. So, und jetzt beginnen wir Runde Nummer 16. In dieser Runde verarbeiten wir die Maschen, wie sie sich präsentieren. Eine Masche auf jede Masche. Die Maschen sind 27 an der Zahl. Das machen wir jetzt bis zum Rundenende und dann sehen wir uns wieder. Also ich habe jetzt meine Runde beendet, kann den Maschenmarkierer entfernen, weil ich meinen Hut jetzt fertig habe, weil die Größe meines Hutes die Basis meines Tannenzapfen bedeckt. Und da müsst ihr aufpassen. Das bedeutet, jeder Tannenzapfen, wie ihr sehen könnt, hat verschiedene Größen. Es sind ja nicht alle Tannenzapfen gleich. Deswegen könnte es ruhig sein, dass ihr oder noch eine Runde mehr mit Zunahmen machen müsst oder eine Runde weniger. Das, was ihr machen müsst, ist, ihr probiert, dass die Größe eures Hutes die Basis des Tannenzapfen bedeckt. Und wenn das dann erreicht ist, ist euer Hut auch fertig. Nachdem ihr dann die letzte Runde gemacht habt, um euren Tannenzapfen zu bedecken, werden wir noch eine letzte Runde machen. Und diese Runde machen wir, und damit wir unserem Hut eine Form geben, die ein wenig nach auswärts schaut. Also an der letzten Masche angekommen, machen wir 2 Luftmaschen. Dann gehen wir in die nächste freie Masche und machen eine feste Masche. In die Masche danach stechen wir ein und machen eine feste Masche. Dann machen wir wieder 2 Luftmaschen, gehen in die nächste freie Masche, machen eine feste Masche, in die Masche danach eine feste Masche. Dann wieder 2 Luftmaschen, in die nächste freie Masche, eine feste Masche, in die Masche danach eine feste Masche. Dann wieder 2 Luftmaschen, in die nächste Masche eine feste Masche, in die Masche danach eine feste Masche. So biegt sich unser Hut leicht nach außen. Und das machen wir jetzt die ganze Runde und dann sehen wir uns am Ende der Runde wieder.
Ist die Runde dann gemacht, stechen wir in die erste feste Masche ein, machen eine Kettmasche, eine Luftmasche, wir ziehen fest, lockern die Masche, schneiden unseren Faden ab, ziehen diesen durch und jetzt holen wir uns unsere Nähnadel zur Hand und werden diesen Faden hier im Inneren des Hutes verstecken und dann abschneiden. So, der Hut ist jetzt soweit fertig und jetzt legen wir den Hut kurz zur Seite und kümmern uns jetzt um die Nase. Dazu holen wir uns unsere beige Farbe zur Hand, beginnen auch hier mit einem magischen Ring, den wir zuerst mit einer Luftmasche befestigen und jetzt werden wir im Inneren unseres Ringes 5 feste Maschen hineinmachen. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Dann ziehen wir am Anfangsfaden fest, dass sich unser Kreis schließt. Wir holen uns unseren Maschenmarkierer zur Hand und jetzt werden wir 2 Runden machen, wo wir die Maschen arbeiten, wie sie sich präsentieren. Also wir haben ja 5 Maschen. Wir arbeiten unsere ersten 5 Maschen, also eine Masche in jede Masche, bis am Ende der Runde. Dann versetzen wir unseren Maschenmarkierer, machen unsere 2. Runde und dann sehen wir uns am Ende der 2. Runde wieder. So sind dann unsere beiden Runden gemacht, können wir den Maschenmarkierer entfernen, stechen in die nächste freie Masche ein, machen eine Kettmasche, eine Luftmasche, ziehen fest, lockern die Masche, schneiden den Faden ab, ziehen ihn durch und dann können wir uns mit einer größeren Häkelnadel behilflich sein, können diesen Faden dann hier im Inneren der Nase hineingeben, dass unsere Nase einen etwas größeren Volumen bekommt. Sollte der ganze Faden nicht Platz haben, können wir natürlich den restlichen Faden dann abschneiden. Und fertig ist auch unsere Nase. So, und wenn unsere Teile alle fertig sind, also der Hut, die Nase, der Tannenzapfen, dann holen wir uns, wie gesagt, oder eine Watte oder ich werde den Bart mit Füllwatte machen und ihr werdet euch einen kleinen Bart zurechtschneiden, den wir dann am Ende der Arbeit noch besser modellieren können. Wir holen uns jetzt unseren Tannenzapfen zur Hand und werden hier auf dem Rand ein wenig Klebestoff geben. Dazu holt ihr euch eure Heißklebepistole oder euren Alleskleber und werden hier jetzt zuerst einmal unseren Bart befestigen. Also wir legen hier uns den Bart so zurecht, halten dann kurz fest, damit er gut anklebt. Und dann holen wir uns unsere Nase zur Hand, geben auch hier ein wenig Klebestoff hinauf und werden dann die Nase hier genau in der Mitte des Bartes befestigen. Jetzt müssen wir hier ein wenig drauf drücken, bis die Nase gut befestigt ist. So, und wenn dann alles gut klebt, werden wir unseren Tannenzapfen kurz zur Seite legen und kümmern uns jetzt um den Hut. Wir werden jetzt den Hut mit Füllwatte befüllen. Zuerst nehmen wir ganz wenig Füllwatte, versuchen ganz an die Spitze zu gehen. Dazu können wir uns mit der Häkelnadel behilflich sein. Und dann werden wir Füllwatte nachgeben. Wir versuchen die Füllwatte ganz hinein zu stopfen, damit wir hier unten den Rand frei haben. Damit uns die Füllwatte nicht stört, während wir hier unseren Klebestoff dazugeben. Also wir stopfen hier ziemlich viel Füllwatte. Und wenn wir dann einmal den Hut an den Tannenzapfen geklebt haben, können wir dann unseren Hut formen und die obere Watte etwas hinunterschieben. Also so geben wir noch ein wenig Füllwatte hinein. Wir können auch ein wenig drücken.
wir versuchen, dass wir hier den Rand schön frei haben. Und dann holen wir uns unsere Heißklebepistole oder unseren Alleskleber zur Hand und werden hier mit der Heißklebepistole die ganze Runde machen. Und jetzt holen wir uns unseren Tannenzapfen zur Hand und kleben hier den Hut schön hinauf. Jetzt müssen wir natürlich ein wenig mit den Fingern hier anhalten, bis alles gut verklebt ist. Und wenn der Hut gut befestigt ist, können wir noch ein wenig den Hut modellieren. Wir können die Füllwatte, die wir hier ganz oben hinaufgeschoben haben, etwas herunterdrücken, dass wir einen schönen, regelmäßigen Hut haben. So, unser Tannenwichtel wäre auch fertig. Jetzt, wenn ihr wollt, können wir zusammen noch diese weißen Pünktchen als Dekoration machen. Dazu holt ihr euch eure Nähnadel und etwas weißen Faden zur Hand. Ihr könnt x-beliebig in einer Masche einstechen und kommt x-beliebig in einer Masche dann wieder heraus. Wir ziehen Nadel und Faden durch. Jetzt stechen wir in die gleiche Einstichstelle wieder ein und kommen in der nächsten Masche mit der Nadel heraus. Jetzt holen wir uns den weißen Faden und wickeln ihn zweimal um die Nadel. Jetzt halten wir hier die Arbeit mit den Daumen fest und ziehen dann Nadel und Faden durch. Jetzt habe ich mir den so. Und schon haben wir das erste Pünktchen gemacht. Jetzt stechen wir in die gleiche Einstichstelle wieder ein, überspringen zwei, drei Maschen, kommen mit der Nadel dann wieder heraus. Dann stechen wir in die gleiche Einstichstelle wieder ein, kommen eine Masche danach heraus, holen uns den weißen Faden, wickeln ihn zweimal um die Nähnadel. Wir halten hier mit den Daumen fest, dann ziehen wir an der Nadel und ziehen den Faden durch. Dann stechen wir wieder in die gleiche Einstichstelle, überspringen zwei, drei Maschen. Und so werden wir unseren ganzen Hut dekorieren. So, und wenn wir dann genügend Pünktchen hinaufgemacht haben und beim letzten angekommen sind, stechen wir einfach wieder in die gleiche Einstichstelle und kommen dann oben, wo wir mit dem magischen Ring begonnen haben, genau hier in der Mitte mit der Nadel heraus und können dann diesen Faden verwenden, um unseren Wichtel aufzuhängen. Und fertig ist unsere Arbeit. Wir können am Ende den Bart noch ein wenig formen. Wie ihr gesehen habt, eine ganz einfache und schnelle Arbeit. Ich hoffe, die Anleitung hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!